Grüezi miteinander, ich bin der Lucien Frey von der Hochstetter Motoren AG. Heute sind wir da, um euch die vier Kategorien von der Steiger Rasenmäher zu präsentieren. Heute rein im Benzinbereich. Viel Spass! Wir fangen da mit der Kollektorreihe. Da haben wir den Steiger Kollektor 548S. Das ist jetzt Einsteigermodell bei der Steiger Rasenmäher. Da sind wir bei einem UVP von 410 Franken. Da haben wir jetzt einen Steiger-Motor. Das ist ein eigenes Produkt von der Firma Steiger. Wir haben 1,9 kW, 123 Kubikzentimeter Größe, einen 0,75 Liter grossen Tank. Wir arbeiten hier mit dieser Leistung 1200 Quadratmeter, eine Motordrehzahl von 2900 Touren pro Minute und natürlich einen Seilzugstarter. Wir haben eine Schnittbreite von 46 cm, vier 200 mm Rad, die haben auch eine leichte Gummibeschichtung für eine gute Traktion. Natürlich auch eine zentrale Höhenverstellung von 25 bis 65 mm. Wir haben sechs verschiedene Positionen, die man wählen kann. Das geht sehr leicht. Dann haben wir natürlich einen Radantrieb auf Tech-Räder. 3,7 km pro Stunde schnell ist das Gerät. Es ist hier einfach ein Gang, also kein Vario. Dann, was ganz speziell ist neu in diesem Jahr, ist der sogenannte Full-Chrom-Bügel. Normalerweise kennt man das in so einer normalen U-Form eigentlich. Da haben wir ein sehr spezielles Design. Fulcrum heisst eigentlich drehbar, das ist, kommt vom Schwedischen. Der Vorteil ist von dem Bügel ganz klar, wenn ich zum Beispiel hier den Heckauswurf, man kennt das von einem normalen U-förmigen Bügel, dass man eigentlich muss umgreifen, dann einbügeln rein und dann kann man erst den Korb einfädeln, da kommt man direkt an. Oder das ist eine sehr praktische Geschichte. Den kann man natürlich dann auch ganz einfach verstellen mit einem Griff. Erstens natürlich zum Versorgen. Voilà. Sehr platzsparend. Man kann natürlich jetzt dann auch noch den Korb wegnehmen. Voilà. Ganz einfache Geschichte. Beim normalen U-Holm, wie man es sonst kennt, muss man meistens hier unten zwei Schrauben lösen, oben zwei Schrauben lösen. Geht viel länger und ist auch aufwendiger. Was da viel einfacher geht, jetzt gehen wir da wieder retour. So, dann zusätzlich, wenn wir da ein bisschen näher rangehen, wir haben da unten so einen Ring. Mit dem Ring kann man eigentlich die Höhe von dem ganzen Bügel verstellen. So, jetzt müssen wir da wieder anmachen. So, und jetzt ist er eigentlich viel tiefer. Das ist jetzt zum Beispiel für eine kleinere Person. Ich hätte es jetzt lieber ein bisschen höher. Das kann man alles mit dem Ring zentriert regulieren. Dann vom Griff selber her leicht gummibeschichtet, dass es etwas komfortabler ist, angenehmer zum Arbeiten. Wie schon angesprochen, natürlich beim Motor zum Zünden muss man natürlich aus Sicherheit hat man den Hebel. Und das ist dann einfach für den Antrieb, wenn man will. Man kann natürlich auch ohne Antrieb bedienen, das ist kein Problem. So, das nächste Modell, das wir jetzt hier haben, das ist jetzt der Kombi 748S. Sehr ähnlich wie das Vorgängermodell, hat aber ein paar Unterschiede, die wir euch jetzt gerade werden zeigen. Da haben wir jetzt den gleichen Motor wie vorher beim Kollektor 548S. 1,9 kW, 123 Kubikzentimeter Größe, 0,75 Liter Tank. Auch da 2900 Touren pro Minute und einen Seilzugstart. Auch hier haben wir eine Schnittbreite von 46 cm. Was man hier aber schon deutlich sieht, die Drähte sind leicht anders. Also wir haben vorne wie beim Kollektor 200 mm Rad Durchmesser und hinten haben wir jetzt 280 mm. Für was das gut ist, das ist natürlich für Traktion, größere Rad haben wir immer eine bessere Traktion oder wenn man ein bisschen über, ich sage jetzt mal, über das Trottoir gehen will, so ist das immer eine praktische Geschichte. Dann, was wir auch haben, natürlich wie vorher, eine sechsfache Höhenverstellung wieder. 25 bis 65 mm Schnitthöhe, die man hier regulieren kann. Und natürlich, was dann da auch ganz klar raussticht,
Das ist der Seitenauswurf, den wir jetzt hier haben, den wir vorher beim Kollektor nicht hatten. Man hört es auch aus dem Namen aus. Das hat ja auch ein bisschen einen Sinn, die ganzen Namen bei Steiger. Also Kollektor nimmt es auf. Und dann haben wir jetzt den Kombi. Das ist dann schon eine Kombination. Das heisst, man kann ganz normal mit Seitenauswurf arbeiten, wie wir es beim Kollektor hatten. Oder man kann dann wirklich einen Seitenauswurf nachtun. Den kann man natürlich dann auch wegnehmen, wenn man will, und ganz normal arbeiten. Oder man kann sogar den Korb wegnehmen und ein Mulchkit innen tun und dann mulchen. Also man hat eigentlich drei Varianten, die man mit dem Rasenmäher machen kann. Darum Kombi wie Kombination. Vom Bügel her, wir sehen es eigentlich schon, wie beim vorherigen Modell. Wir haben wieder den sogenannten Fulcrum-Bügel, wo man eben sehr einfach zusammenklappen kann an die Höhenverstellung und wieder natürlich auch das einfache Korb. Von der Geschwindigkeit, auch da, wir reden von 3,7 Kilometer pro Stunde, wo man mit dem fährt, wenn man natürlich wünscht, auch da ein Gang. Ja, das ist eigentlich zu dem Gerät. Vielleicht noch ein spezielles Detail, das ich vorher nicht erwähnt habe. Haben zwar schon die meisten Rasenmäher auf dem Markt, aber es ist doch immer auch wichtig zu erwähnen, das ist die Klappe, die wir hier haben. Sobald es die aufstellt, wissen wir eigentlich, dass der Auffangkorb voll ist. Und dann müssen wir dann auch lernen, dass wir immer noch ein sehr gutes Schneidergebnis haben. Jetzt sind wir bei der Profilinie der Steiger Rasenmäher. Das ist die sogenannte Twinclip-Linie. Da haben wir jetzt den Twinclip 955V. Bei diesem Modell haben wir jetzt einen Honda-Motor mit 3,3 kW, 167 Kubikzentimeter Größe, 0,95 Liter Tankinhalt. Und der ist jetzt für eine Leistung gemacht bis 2500 Quadratmeter. Also schon sehr leistungsstarke Version. Auch da reden wir von Tourenzahl von 2900 Touren pro Minute. Und da jetzt kein Seilzugstart mehr, sondern ein Elektrostart. Speziell bei der Twinclip-Reihe mit dem Motor, wir sehen es hier, der speziell dämpft. Das heisst, wir haben viel weniger Vibrationen auf Chassis und natürlich dann auch auf den Lenker und für uns natürlich der, der dann bedient. Dann zusätzlich, weil ja das ein Elektrostart Honda-Motor ist, ist ein bisschen neu. Wir haben jetzt da gar keinen Seilzugstart mehr. Früher war es eigentlich so, bei Elektrostart hat man irgendwo eine Batterie gehabt. Man kann mit dem Schlüssel Elektro starten und zusätzlich hat es immer noch für den Notfall einen Seilzugstart gegeben. Das gibt es bei dieser Honda-Version nicht mehr. Das sind so die ganz neuen Motoren, die haben das nicht mehr. Da ist natürlich manchmal jemand irritiert, sagt, ja, was mache ich denn, wenn jetzt einfach die Batterie keinen Saft mehr hat, blöd gesagt. Das ist ganz speziell gelöst. Also erstens, die Batterie lässt sich voll allein durch den Betrieb des Rasenmähers. Und wenn jetzt mal der Notfall würde kommen, dass die Batterie wirklich leer ist, kann man da ein normales Handy-Ladegerät einstecken und das zwar nur 10 Sekunden und nach diesen 10 Sekunden reicht das eigentlich schon, um den Rasenmäher zu starten und dann kann man ganz normal mähen und während dem Mähzyklus wird natürlich die Batterie dann wieder aufgeladen und dann ist einfach die nächsten paar Mal wieder gewappnet zum Elektrostarten. Da haben wir jetzt 53 cm Schnittbreite, stahlverzinktes Chassis, das heisst, es ist eigentlich rostfrei. Dann haben wir auch hier natürlich eine Höhenverstellung, das mal 7 Positionen, 25 bis 77 mm. Dann, wie vorher schon, sehen wir hier, haben wir auch einen Seitenauswurf, wir haben einen Heckauswurf, Mulchen und zusätzlich haben wir auch noch Heckseitenauswurf. Das werde ich nachher noch schneller darauf eingehen, wie das funktioniert. Was natürlich ganz speziell und markant ist an diesem Modell, das sieht man, das ist bei dem Bügel hier. Das ist sehr massiv gebaut, das ist nicht mehr wie vorher. Wir haben jetzt zwar hier wieder den U-Bügel, also die konventionelle Form, aber sehr, sehr massiv. Man kann den auch ganz einfach verstellen, auf die Position, die einem passt und natürlich dann auch zum Versorgen. Gleichzeitig kann man den auch noch aufstellen, das werde ich aber nachher noch schnell zeigen. Wie wir schon angesprochen haben, vom Motor her, wir haben den Elektrostart. Wir haben eigentlich hier einen Knopf dazu, um den Motor zu starten. Wenn wir jetzt das hier sehen, das wäre der Knopf. Einfach den Bügel ziehen, dann leuchtet dort das grüne Lämpchen, das sagt, ja, ich bin parat. Und dann kann man eigentlich den Knopf betätigen und dann geht es los.
Speziell auch noch da, wir haben auch einen Radantrieb natürlich, aber einen variablen Radantrieb. Das heisst, man kann die Geschwindigkeit selber wählen, zwischen 2,7 bis 4,4 km/h. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Jeder läuft eine andere Geschwindigkeit und natürlich auch für das Mehrergebnis. Sagen wir mal, wenn man einen schönen Schnitt will und der Rasen ist relativ hoch, dann lohnt es sich natürlich ein bisschen langsamer zu fahren. Und das wird natürlich dann mit einem konventionellen Rasenmäher, der jetzt nur einen Gang hat, wie die zwei Modelle, die wir vorher gesehen haben, dann schwierig. Es gibt dann auch solche, die dann mit der Tourenzahl ein bisschen arbeiten, aber es ist nicht optimal, weil dann ist das Schnittergebnis nicht so gut. Da sind wir jetzt im Heckbereich von Twin Clip 955V. Da möchte ich euch jetzt schon zeigen, die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Eben wie angesprochen, der Seitenauswurf. Dann können wir natürlich auch mulchen. Das heisst, wir haben hier den Mulchstopfen. Voilà. Dann ist man die reine Mulchfunktion. Mulchen heisst, natürlich muss man da ein bisschen regelmäßiger mähen, dass man eigentlich das Gras ganz fein verschneiden und auch liegen lassen. Das ist ja dann eigentlich auch dann ein biologischer Dünger. Dann zusätzlich, wenn wir den wieder rausnehmen, können wir natürlich dann den Korb natürlich auch antun. Das heisst, Heckauswurf mit Aufnahme. Aber wir haben zusätzlich zum Seitenauswurf auch die Möglichkeit, Heckauswurf, aber ohne Aufnahme. Also das heisst, jetzt jemand, der will, das Gras nicht aufnehmen, aber ich sage jetzt mal, der Seitenauswurf nicht praktisch genug ist, weil zum Beispiel eine Wand da ist oder so, die stört, kann man sagen, gut, man kann den Heckauswurf antun. Auch ganz speziell. Das heisst, wir haben jetzt in dem Fall eigentlich vier verschiedene Mähsysteme in einem Rasenmäher. So, und jetzt würde ich Ihnen noch zeigen, den Korb, wie man den antut. Der hat auch ein bisschen eine spezielle Funktion bei dem Twin Clip. Man kennt es von jedem Rasenmäher. Das Problem ist eigentlich, wenn man zu laufen kommt und den Korb antut. Also erstens hat man das hier, was man jetzt bei den Fulcrum-Bügeln nicht mehr hat. Aber man hat immer den Deckel da, also man muss sich immer bücken, um den Deckel aufzulöpfen. Beim Twin Clip ist das anders gelöst. Man kann da eigentlich reinfahren und dann einfach den Korb reindrücken. Voilà. Das ist natürlich eine sehr praktische Geschichte, sehr komfortable Geschichte und es schließt auch sehr professionell. Das wäre jetzt alles zu dem Twin Clip 955V. So, jetzt möchte ich noch zeigen, wie man den Twin Clip sehr platzsparend versorgen kann. Das ist auch einzigartig. Also, wir haben ja vorher schon gesehen, wie man den Bügel zusammenklappen kann. Das ist schon mal sehr vorteilhaft gelöst. Dann kann man den so aufstellen. Jetzt sagen natürlich viele, aufpassen, das ist nicht gut, da läuft der ganze Benzin raus durch den Vergaser. Das ist bei diesem Modell nicht so. Das sind spezielle Motoren, den kann man so aufstellen. Jetzt das zweite Spezielle, wir haben es ja vorher schon gehört. Wir haben jetzt den Collector gehabt, also der tut einfach aufnehmen. Dann haben wir den Kombi gehabt, Kombination aus verschiedenen Sachen. Und jetzt haben wir einen Twin Clip. Wieso heisst der Twin Clip? Wir sehen es ja schon ganz deutlich. Ein grosses gelbes Messer mit zwei Klingen. Also Doppelschnitt, Twin Clip. Jetzt kann man sagen, wieso braucht es das? Also es hat gezeigt, dass das wirklich ein sehr gutes Schnittbild gibt. Erstens sehr sauber, sehr schönes. Und natürlich auch, wenn jetzt Gras nass ist, oder hoch, der schneidet das sehr schön und die Verwirbelung da drin funktioniert sehr gut mit dem Messer. Also wenn man jetzt hier hin schaut, da haben wir jetzt den Kombi mit dem normalen Rasenmähermesser, also normales Messer, wie man es kennt. Es ist doch ganz etwas anderes und man merkt es auch deutlich bei der Anwendung. Das ist ganz speziell und eben die Lagerung, die man bei dem Modell oder beim Collector, das man vorher kann, sicherlich nicht machen kann. Da haben wir jetzt den Multiclip 750S. Ein UVP von 790 Schweizer Franken. Speziell ist, wir sehen es, das ist jetzt ganz etwas anderes von den vier Rasenmähern von der ganzen Stiga Reihe. Wir haben jetzt einen reinen Mulchmäher. Jetzt gehen wir auf Details ein von dem Mulchmäher. Da haben wir jetzt wieder einen Stiga-Motor mit 2,6 kW, 166 Kubikzentimeter Größe, Tankinhalt 1 Liter. Und das langt jetzt für eine Leistung von bis zu 1700 Quadratmeter. Auch da Motordrehzahl 2900 Touren pro Minute und einen gewöhnlichen Seilzugstarter. Da haben wir jetzt 48 cm Schnittbreite, verzinkter Stahl wieder, wie beim Twin Clip, also das heisst rostfreies Chassis.
Dann auch da haben wir natürlich einen Antrieb, also das heisst Eingänger, also kein Vario-Antrieb wie beim Twin Clip von vorher. Eine Geschwindigkeit, das sind jetzt 4 km/h in dem Fall. Speziell am Twin Clip, weil das natürlich ein reiner Mulchmäher ist und der natürlich kein Gras aufnimmt, ist natürlich das Gewicht relativ gleichmäßig und darum haben wir da einen Frontantrieb und keinen Heckantrieb. Also normaler ein Aufnehmmäher hat immer Heckantrieb. Und die, sag mal, die gängigsten Multiclip, also die gängigsten Mulchmäher, haben immer einen Frontantrieb. Auch da bei diesem Multiclip haben wir wieder den Fulcrum-Bügel, den wir jetzt schon beim Kombi und Collector hatten. Auch der kann man natürlich verschiedene Anpassungen vornehmen. Einen normalen Seitzulstarter, wie wir gesagt haben, und eben einen Gang. Auch da eine Höhenverstellung, 6 Positionen, die man einstellen kann. Und eben das ganze Gerät ist natürlich ganz etwas anderes als die anderen 3 Modelle, die wir jetzt im Hintergrund sehen, die wir schon gesehen haben. Also für die, die nicht wissen, was ist jetzt das, ein reiner Mulchmäher. Ein reiner Mulchmäher tut man wirklich das Gras liegen. Also man tut es ganz, eigentlich immer die Spitzen ein bisschen schneiden, regelmässig. Dann werden die wirklich, die Spitzen werden verschnetzelt eigentlich im Mähwerk hinein und bleiben dann liegen als biologischer Dünger. Das Prinzip kennt man eigentlich zum Beispiel auf einem Sportplatz. Oder auf dem Golfplatz, dort werden auch immer nur die Spitzen geschnitten und das bleibt dann auch nachher liegen. Und das gibt natürlich einen ganz schönen Rasen. Das ist der positive Aspekt von der ganzen Geschichte. Ich sage jetzt mal ein bisschen das Negative. Klar, man muss natürlich viel mehr Zeit investieren, muss viel regelmäßiger mähen. Also ich sage jetzt mal, in der Schweiz als Durchschnitt wird etwa einmal pro Woche gemäht, meistens am Wochenende. Da müssen wir dann schon so 2-3 Mal in der Woche, macht sicher Sinn, um wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen. Ich möchte mich fürs Zuhören bedanken und natürlich auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Einblick bekommen von den 4 Produktekategorien von Steiga. Es würde uns natürlich freuen, wenn Sie auch Interesse hätten an diesen Produkten. Und vielleicht hört man oder sieht man sich schon bald. Vielen Dank.